Moin und hallo, liebe Imkerkollegen. Ja, ich stehe hier bei meinem Volk Deutsch-Normalmaß auf einer Zage, dass ich auch noch geschiedet habe. Ich war eben bei diesem Volk dabei, Deutsch-Normal 1,5, das hatte ich auch geschiedet, ganz eng geschiedet. Da war eine große Königin letztes Mal dabei und das habe ich zu eng geschiedet. Ja, was war da passiert? Ich hatte Futterwaben noch in das Schied gehängt. Die Königin hat sich gedacht, das ist mir zu eng, ich muss mehr Eier legen, wandere in das Schied. Ja, und da war Futter vorhanden. Das haben die alles verbraucht, das gesamte Futter. Und fünf Waben mit Brut bestiftet. Das heißt aber nicht, dass da fünf Waben schlüpfen werden, jede Menge. Das hätte sie auch auf drei oder vier Waben legen können. Drei. Dann wären das 8.000, 16, 24.000 Bienen gewesen. Aber ja, jedenfalls wird jetzt zum Raps noch gut was schlüpfen. Und darauf kommt das ja an. Die Frühtracht hier bei uns in Schleswig-Holstein, da ernten wir 75% draus. Und darum müssen die Völker zu dieser Zeit schlagkräftig sein, stark in den Winter kommen und stark aus dem Winter kommen. Ja, wie sieht das denn aus? Ich habe das geschiedet, wie schon gesagt. Und jetzt kommt der Drohnenrahmen dazu. Und auch gleichzeitig wird das erweitert. Und dann setze ich gleich den Honigrahmen drauf. Die Beute ist sehr warmhaltig, die Segeberger. Und einen flachen Honigrahmen hier drauf nimmt keine Wärme weg. Andere Imkern auf zwei Zagen, wo die Bienen zwei Zagen erwärmen müssen. Und die müssen jetzt unbedingt Platz haben. Löwenzahn blüht, Temperaturen sind über 15 Grad. Es honigt jetzt auch endlich mal. Pollenwaben kommen raus aus dem Volk. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Viele sagen, ah, das sind Pollenwaben. Eine Pollenwabe, da muss eine Pollenwabe drin bleiben. Noch eine Pollenwabe, ah, die brauchen Eiweiß. Da kommt jetzt ja fast jede Biene mit Pollen rein. Vielleicht fliegen die jetzt auch mit Nektar, ja sicherlich. Aber da kommt so viel Pollen im Überhang rein jetzt wieder. Das sollen jetzt noch alte Pollenwaben vom letzten Jahr rein. Die nehmen Platz weg in der Beute. Das engt die Bienen ein. Das fördert die Schwarmstimmung. Um Schwarmstimmung zu vermeiden, muss den Bienen immer was weggenommen werden. Entweder Pollen, Brut oder Honig, damit sie wieder Platz kriegen. Das hat mal ein Imker gesagt, ein alter Imker. Und das ist auch so. Pollen braucht da nicht rein. So, da bin ich jetzt mal bei. Ich stelle euch mal hier zum Volk hin. Ich weiß nicht, was diese eine Biene hat hier. Da war ich ja beim anderen Volk dabei. Das hat die wohl gestört, dass ich da die ganzen Waben umhängen musste. Übrigens, ein Schleier ist das zu 2,71 €. Aus China. Ja. So könnt ihr was sehen. Dann schauen wir mal rein, was da aus diesem Volk geworden ist. Ob ich das auch zu eng eingeschiedet habe, wie die sich gemacht haben.
So sind meine Handschuhe da. Ich hatte Futterwaben noch gegeben, angeritzt. Und die sind schon richtig schmierig vom anderen Volk. Ja, da wurde das Futter schon knapp, obwohl ich da 6 Kilo Futter noch reingehängt hatte. Also wichtig, gerade bei den starken Völkern, und das ist ein starkes Volk, drauf achten, dass die ausreichend Futter hatten. Ich hatte das vor Jahren mal, mein stärkstes, bestes Volk, da habe ich auch geschiedet, dann habe ich gedacht, oh, so viel Futter noch drinne, da kann ich ja schon ein paar Futterwaben rausnehmen, hatte auch nur 2 drin gelassen oder so. Ja, und 1-2 Wochen später war das Volk verhungert. Was für ein Schaden. Ja, die sitzen auch jetzt schon über die ganze Beute drüber. Bis dahin habe ich geschiedet. Gut, werde ich mir mal anschauen, was die jetzt daraus gemacht haben. So. Hier hatte ich Ihnen noch ein Glas. Ein Gurkenglas mit Sirup gegeben. Hallo. Ja, meine Tochter mit den kleinen Kindern. Hier werde ich das Sheet rausnehmen. So, jetzt habe ich hier die falsche Wabenzange. Dies ist die mit langen Schenkeln für den modifizierten Oberträger. Und dies ist die für 8 mm oder 10 mm Oberträger. Mal sehen, wie das hier hinterm Sheet aussieht. Futter ist hier noch in Massen da. Da auch. Da haben die auch noch Massen. So soll das sein. Und wie erweitere ich die jetzt? Und zwar mit einer Futterwabe. Jetzt kommt keine Mittelwand rein. Ja. Schön ausgebaut bis an den Rand. Bei 5 Waben dort normal. Das sieht schön aus. Hier auch. Die werde ich mit 2 Waben erweitern. Hier auch. Gut, brauche ich gar nicht weiter gucken. Bloß am Außenrand werde ich mal gucken, ob da nicht das so eine Pollenwabe ist. Aber ich glaube nicht. Auch eine Brutwabe.
Da kommt jetzt eine Futterwabe hin. Als Erweiterung vom Brutnest. Ja, ich will dann nämlich nicht gleich wieder nach einer Woche dabei. Und darum hänge ich da gleich zwei Waben dazu im Brutnest. So, was war das? Das war auch eine Brutwabe. Ja, da kann diese dazu. Habe ich da denn überhaupt einen Drohnenrahmen? Nee. Ja, die ist ziemlich leer, die kann auch raus, die brauche ich auch den Platz für den Drohnenrahmen. So, hier habe ich einen Drohnenrahmen. Wie hat das hier ausgesehen? Ja, da habe ich erweitert. Da der Drohnenrahmen. Und jetzt kommt das Sheet. Jetzt hat das Volk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Brutwaben und das Sheet. Und der Drohnenrahmen und dann kommt das Sheet. Das reicht vollkommen aus über die Saison. Jetzt kommt auch gleich das Absperrge darauf. So, jetzt kommt auch gleich das Absperrge darauf, das andere, was ich eben gerade hier hatte. War falsch für die Heroldbeute. Auch hier setze ich die Zarge um 180 Grad um 90 Grad gedreht rauf, weil hier das Brutnest ist und die lagern über dem Brutnest ab. Beim nächsten Mal drehe ich das und dann wird das auch gleichmäßig voll sein. Ja, warum imke ich jetzt auch auf Deutsch Normalmaß auf einer Zarge? Weil das den Bienen vom Platz her vollkommen ausreicht.
Zellen sind gut genug vorhanden für die Königin. Da wird sie leicht ihre Eier los. Platz brauchen die Bienen nicht mehr unten. Die sollen sich im Honigraum aufhalten. Umso eher erweitere ich auch nach oben den Platz. Darum kommt auch jetzt sofort der Honigraum rauf. Und ja, es ist ein leichteres Arbeiten auch für mich, als wenn ich da zwei Bruträume, jedes Mal bei der Durchsicht zwei Bruträume durchgucken soll. Es ist viel zu schwer. Es tut nicht Not. Und dann extra noch eine weitere Zarge. Dann habe ich den Stapel noch hier eventuell so hoch. Muss von ganz oben Honigräume abheben. Den Arm kriege ich nicht mehr so hoch. Die Schulter ist kaputt. Also, ich weiß gar nicht, warum andere noch auf zwei Zargen arbeiten. Das braucht man gar nicht. Und wer das macht, hat selber Schuld. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier sind jetzt meine Kinder zu Besuch und die Enkel, die toben darum. Hier vorne gleich, ein paar Meter entfernt. Und aus dem Grunde habe ich auch sanftmütige Bienen von Uwe Eichholz. Und die werde ich auch vermehren. Nicht, dass ich hier Stecher auf dem Platz habe. Das kann ich gar nicht gegenüber meinen Enkeln verantworten. Vielen Dank fürs Zusehen.